Willkommen bei der dritten NPC Regional Dennis Wolf Classic. Ja, macht auf jeden Fall gut. Also das sieht vielversprechend aus wie dieses Jahr. Ich muss sagen, letzte Woche habe ich es ein bisschen verkackt. Runde Schultern, schmale Taille, also mega. Haben auf jeden Fall heute festgestellt, dass wir zusammen starten werden. When Dennis told me make Bosing, I was just happy. People here is so sweet. Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal Olymp Germany mit meinem jetzigen Coach, auch mein gleicher Name wie ich, Dennis Wolf. Willkommen bei der dritten NPC Regional Dennis Wolf Classic NRW. Ich bin überglücklich, wir sind das dritte Mal ausverkauft. Das heißt, das dritte Mal in Folge ausverkauft, alle Tickets sind weg. Wir haben über 111 Athleten online registriert, plus natürlich diejenigen, die das vorher nicht geschafft haben, haben sich hier angemeldet. Also wir haben, denke ich mal, um die 180 Starter insgesamt. Das ist schon der Wahnsinn. Ja. Ihr habt euch heute das erste Mal getroffen? Jawohl, also wir arbeiten seit November zusammen, glaube ich. Ne? Oktober, November? Ich glaube, ein Dreivierteljahr. Die ersten drei Monate haben wir es ein bisschen noch versteckt gemacht. Genau. Da haben wir uns erstmal kennengelernt, ob das alles so klappt, aber wir haben schon vorher auch schon immer geschrieben. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns auf der letztjährigen Dennis Wolf Classic gesehen. Da haben wir schon geschwätzt. Also da hat er mich schon angeschrieben wie eine Karte, so wie die meisten. Die schreiben dann mich über Instagram an, obwohl alles angegeben ist mit der E-Mail-Adresse und Kontakt und bla bla bla. Aber Instagram wird immer dafür verwendet. Und ja, wir haben uns da kennengelernt und sozusagen dann ja, dazu gekommen, dass er mich als Trainer gewählt hat. Und ich meine, das Ergebnis sieht man ja, oder? Ja, kannst du dir dann heute auch das erste Mal live angucken? Ja, hey, also ich bin sehr, sehr gespannt und aufgeregt. Ich habe ja den letzten Auftritt schon gesehen, auch den davor in der Herbstsaison letztes Jahr. Und also man muss schon sagen, er hat seine Arbeit getan. Hat sich gut entwickelt im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Und bald ist es auch so weit für Dennis, in die Vorbereitung zu gehen für sein Pro-Debüt. Und das wird sehr, sehr speziell, denke ich. Zusammenarbeitmäßig ist alles super gelaufen. Also wir haben halt ganz viele Gemeinsamkeiten. Also so, ob es strukturell ist, wie wir ausschauen, ob es charakterlich haben wir auch sehr viele Eigenschaften, wo gleich sind. Es sind schlechte Esser beide. Also der hat sich da immer... Also der hat immer ein offenes Ohr gehabt, wenn ich mal gesagt habe, hey Dennis, die Woche war beim Essen, war wieder, naja, es geht so, nicht so der Hammer. Da war er auch nie sauer, er hat gesagt, ich weiß, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Dann war er immer froh, wenn es mal gegangen ist, dann ist das Gewicht hochgegangen, dann war man froh, wenn es sich stabilisiert hat. So ist die ganze Zeit eigentlich, aber rundum klappt die Zusammenarbeit super. Also wie viel haben wir jetzt drauf? Ich glaube 13 mehr. Ja. In besserer Form eigentlich noch. Also eine Form muss man wirklich, also darf man auch nichts kritisieren. Also wirklich, wer so in der Aufbauphase aussieht, also wirklich, da muss man halt ja, nur noch leicht steuern. Also ich als Trainer, weil weiß ich, wie sein Stoffwechsel funktioniert, weil es wirklich alles ziemlich ähnlich zu meinem Körper. Und ich denke, deshalb klappt das auch so gut. Klar, ich meine, es ist nie einfach zu essen. Und ich kenne das ja auch, ich habe mich auch immer zwingen müssen. Aber gemeinsam, denke ich, machen wir sehr gute Arbeit. Vor allen Dingen, er muss sich ja quälen. Ja, also ich muss das nur leiten und er quält sich. Ja, sicher. Na gut, dann vielen lieben Dank und wir sagen bis später. Ja, so sieht's aus. Danke. Ich komme hier auf der Dennis Wolf Classic. Als ich hierher gefahren bin, die Halle hier, das ist kleine Erinnerungen kommen hoch vor 11 Jahren. Da habe ich meine erste deutsche Meisterschaft mitgemacht. Noch damals ein Junioren mit 20.
war das noch so, dass da wirklich Junioren, Master und Männer alles zusammen war. Das hat sich ja dann erst ein oder zwei Jahre später dann getrennt, dass es eine deutsche Juniorenmeisterschaft gab und so. Und ja, cool, wieder so zu den Wurzeln zurückzufinden. Also voll geil, freut mich mega hier zu sein. Ich habe mich auch hier auch nochmal richtig ins Zeug gelegt, hier einen schönen Gastauftritt heute zu zeigen. Und freut mich gerade einfach hier zu sein. So viele Leute, die ganze Zeit, alles ausgebucht, alle Tickets sind weg. Also man sieht hier Dennis Wolf, der hat einfach einen Namen. Da kommt einfach, da will jeder kommen. Freut mich mega und bin jetzt dann auch schon voll gespannt auf den Wettkampf. Ich habe schon Favoriten, wer hier den Gesamtsieg macht. Der ist mir bei der Waage gleich aufgefallen. Mal gucken, ich will es noch nicht verraten. Sowas bringt Unglück, sagt man. Ich möchte dem Athleten hier die Chance geben. Aber es ist ein echt starker Athlet hier da. Weil ich erinnere mich, dass als ich bin, 2018, bin ich noch deutsche Meisterin geworden. Ja. Und du warst erst 20. 21. Und mit 2018 hatte ich mit dem Sport noch gar nichts. Ich habe das erste Mal auf der Bühne gestanden, 2020. Warum jetzt NPC? Ich habe die deutsche Meisterschaft gewonnen. Und dann wäre ja so, sage ich mal, EM oder WM dann gewesen. Tatsächlich haben die einfach zeitlich dieses Jahr überhaupt nicht gepasst. Ich bin jetzt berufstätig. Die EM wäre jetzt am Anfang gewesen, die hätte ich nicht geschafft. Oder wir sind zu dem Zeitpunkt, wo wir die dort gestartet haben, davon ausgehen, dass ich es schaffen werde. Und die WM ist ja erst im Herbst und dann hätte ich keinen Urlaub nehmen können, es hätte nicht funktioniert. Und es war mir irgendwie so beim DBFV, ich wollte mehr Herausforderungen. Und die NPC, die war für mich eine Herausforderung. Und da ist halt auch ein bisschen andere Ziele dann gesteckt. Da ist es dann nicht die WM oder EM, sondern da ist es halt einfach. Komm, wir gehen zu dir. Da ist es dann halt nicht die WM oder EM, sondern da ist es halt echt Mr. Olympia und es gibt nichts Höheres. Ja, und es ist irgendwie so, mir gefällt der Look auch besser bei der NPC. Die Mädels ist alles, ja. Es ist härter, es ist runder, es ist voller. Ja, es ist gerade diese Härte, das ist für mich dieser Ausdruck von Stärke. Irgendwie fand ich das schöner, beeindruckender. Ja. Du passt auf jeden Fall mega gut rein. Danke. Also gerade die obere Partie, du hast ein ganz tolles, breites Schlüsselbein, was zu deinen Vorzügen gehört. Runde Schultern, schmale Taille, also mega. Ja. Ausladende Beine. Die Beine sind meine Schwachstelle. Also, da könnte noch ein bisschen was drauf. Ja, ich hab einfach das Problem, dass ich nicht die Bäuche. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, aber hier kriege ich zumindest eine leichte Teile. Was du machen kannst, ist immer mehr nach außen treten. Ja, hier ist es erlaubt. Beim DBV ist es nicht erlaubt. Du darfst hier im Dreieck stehen. Ah, okay. Das heißt, wenn du im Dreieck stehst, dann kommen deine Quads automatisch ein bisschen weiter nach außen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich so weniger Teilung zeige, wie wenn ich so mache, oder? Also für mich von oben sieht es so aus. Weil du durchstreckst. Du streckst durch. Das Einzige, was du machen musst, ist rausdrehen und deinen Arsch anspannen. Dann hast du Auto. Genau, Teilung ist da. Genau. Das hätte ich noch vor 30 Minuten wissen müssen. So, herzlich willkommen. Posenunterricht Nadine Huber für die FIBO. Ja, nee, das ist wirklich gut. Genau. Also einfach nach außen drehen und deinen Arsch anspannen und hast du hier dann Videos, die du von vorne dann auch sehen kannst. Ja. Weil hier ist da nichts mehr drauf und die Teilung ist trotzdem da. Ich habe noch nie Posing-Unterricht genommen. Siehst du? Lohnt sich. Hätte ich mal machen sollen, ja. Danke. Sehr gerne. Jetzt geht's weiter auf die FIBO? Genau, nächste Woche FIBO. Okay. Also für mich war der Plan jetzt total, ich wollte eigentlich auf der, am 20. auf der... Was ist das? Genau, das war eigentlich, da wollte ich anfangen und danach dann Alicante oder sowas machen, aber wir haben es ein bisschen vorverlegt, weil ich dann in der Mitte von der Prep auf einmal vom Gewicht her recht schnell nach unten ging und ja. Okay. Mit den Osterfeiertagen hat das ganz gut geklappt. Wenn man berufstätig ist, muss man das immer irgendwie so ein bisschen anders schieben. Planen. Sehr anders. Also du bist ja kein Berufsbodybuilder, sondern Bodybuilder, auch die Profis, haben meistens noch einen Job. Man kann nicht nur davon leben. Es kostet nur viel Geld.
Und dementsprechend ist es aber auch, glaube ich, ein ganz cooler Ausgleich, oder? Auf jeden Fall. Also mein Beruf jetzt ist super viel sitzen, 8 Stunden am Tag sitzen. Und wenn man gewöhnt ist, viel Sport zu machen, schon im Studium immer viel Sport gemacht hat, dann ist das ein perfekter Ausgleich. Also das Training macht noch mehr Spaß, wenn man abends sich einfach auspowern kann. Voll. Und es ist einfach ja. Kopfhörer auf und Musik an, abschalten. Keiner labert einen zu, will was von einem in der eigenen Welt. Ja. Und jetzt wurdest du auch noch belohnt dafür. Ja, tatsächlich. Mega. Dankeschön. Das ist eine gute Weiterreise. Dankeschön. Und hol die Pokal. Ich will mit dir auf der Bühne stehen. Oh, das wäre ein Traum. Wolltest du schon deinen Gast aufhören? Ja. Der mag aufgehen und dann gibt es eine kleine Tür. Ja, ich mache die Tür, die ich in Pittsburgh letztes Jahr gemacht habe. Muss sagen, letzte Woche habe ich es ein bisschen verkackt. Ein bisschen Probleme mit der Atmung gehabt und dann zu viel Luft geholt und sah mein Bauch ein bisschen unschön aus. Ja. Aber ist ja bloß ein Gastauftritt, sagen wir mal trotzdem so. Aber Bauchkontrolle sollte schon immer sein, vor allem wenn man sich Profi bezeichnet, dann reden wir hier von professionell. Und da sollte dann solche Fehler eigentlich nicht vorkommen. Und bei Nasenspiel. Ich bin mal gespannt auf das Feedback dann, was jetzt dann heute ist. Ich bin 2 Kilo leichter als letzte Woche. Ich glaube schon, dass man die sieht. Aber es sind nur noch 2 Kilo über mein Gewichtslimit. Also gerade sehr viel dünner darf ich nicht mehr werden. Er würde dieses Jahr wieder angreifen. Er würde dieses Jahr wieder bei der Pittsburgh Pro starten und versuchen, sich erneut für den Mr. Olympia zu qualifizieren. Und ich bin mir sicher, dieser sympathische, gut aussehende Athlet, der Alexander Westermeier, wird es schaffen. Und heute für uns da zum Gastauftritt Alexander Westermeier. Viel Vergnügen! Hier habe ich einen anderen schweren, großen Jungen gefunden, Anton. Wir kennen uns so, oft selbe Probleme schon gehabt und geschrieben wegen Knien und ja, mehr oder weniger. Also deine Probleme waren schon etwas heftiger gewesen als meine. Ja, und gut. Haben auf jeden Fall heute festgestellt, dass wir zusammen starten werden in? Einmal in Alicante, in Spanien, wer ist der Wettkampf? European Pro Show beim Emilio. Richtig. Und dann 2 Wochen später auf Yamamoto Classic in Frankreich, Lille. Ja, da war ich auch schon letztes Jahr gewesen an dem Wettkampf. Der Dennis startet ja noch in Italien, in Padua, auch Yamamoto Classic. Dort war ich auch jedenfalls letztes Jahr gewesen. Tolle Wettkämpfe, vor allem tolle Location, auch die Städte, wo es
durchgeführt wird, sind cool. Ne, und da freue ich mich. In Spanien war ich allerdings nur als Zuschauer. Ja, und da freue ich mich diesmal mitzumachen. Ja, da freue ich mich auch natürlich auch. Ich freue mich, gegen Anton auf der Bühne zu stehen, weil er fairer Sportsmann ist, weil da der Bessere gewinnen kann und danach kann man was Gescheites essen gehen, oder? Ja, wir stehen aber nicht zu zweit auf der Bühne natürlich, stehen auch einige andere Athleten. Ja, und, aber man ist froh, wenn ein Deutscher auch immer, wenn man so ein paar kennt, sage ich immer so. Definitiv, definitiv. Aber wir sind, soweit ich weiß, nicht die einzigen deutschen Athleten, die dort starten wollten. Du weißt mehr wie ich? Wer noch? Ich habe nur mal gehört, dass es einige sind. So, wer es genau, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Ingo da antreten wollte, aber ich glaube, es ist jetzt... Ja, muss man erst mal was anderes gucken, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich, Dennis. Und davor trainieren wir vielleicht mal Beine zusammen. Ja, der hat ein schönes Studio. Ich war noch nicht dort. Ich habe schon ein Studio, aber nicht, keine schöne Beine. der labert wieder, der hat gute Beine. Kniebeugen gehen? Machst du oder machst du nicht? Schwierig, also schwierig wirklich. Also mein Beintraining ist sehr speziell. Also ich muss wirklich sehr, sehr, sehr lange mich warm machen. Dann ziehe ich halt so Bandagen und dann gehe ich langsam, sehr langsam mit dem Gewicht nach oben. Wirklich sehr, sehr, sehr fokussiert. Na, ich konzentriere mich sehr auf die Schmerzen. Und ja, deswegen, also es ist kein klassisches Beintraining, wo man einfach ballert. Na, also ich muss da schon ein bisschen spezifischer rangehen. Ja, deswegen mache ich halt Beine ungern mit jemandem, weil ich dann denjenigen aufhalten werde. Dann machen wir Push oder Rücken. Machen wir, egal was. Aber da muss ich nach mir richten, ein bisschen nach Push. Egal. Okay. Dann kriegen wir hin. Was ist denn da los hier? Ein bisschen mehr ist schon geworden. Ja, stimmt da irgendwas nicht? Ja, irgendwas ist schon was. Sie gewachsen, ne? 12 Kilo, 13 Jahre. Nicht nur die Haare und die Fußnägel, gell? Nee. Die Muskeln sind auf jeden Fall gewachsen. Ja, macht er gut, der Bild, ne? Macht er gut. Ja, macht er auf jeden Fall gut. Also das sieht vielversprechend aus wie dieses Jahr. Ja. Gucken wir mal, wie es jetzt rausschaut. Ein bisschen warm. Genau. Dann reden wir nochmal mit den beiden. Ja, guck sie erstmal live an und dann ziehen wir mal ein Fazit. Ja, ich bin schon gespannt, wie das dann auf der Bühne aussieht. Aber ja. Ich habe Gera schon gesehen, ne, wo du mir das Video geschickt hast. Ne? Ja? Sah ganz gut aus. Ja, würde ich sagen, ja. Teile ist noch gut für die Fresserei. Ja. So, ich habe immer Angst wegen der Teile, aber ja. So schnell geht die auch nicht. Danke, Hacken oder Matze. Man kann es nicht richtig vernichten. Wenn du hast eine gute Taille oder hast du eine breite Taille, weißt du? Ja. Du hast von Natur gute Taille. Wenn du dann noch Diät machst, richtig hart bist, dann wird die automatisch tun. Ja. Wichtig ist, dass du oben viel Fleisch drauf hast. Der Puckel, weißt du bei dir? Aber da hast du schon gesehen, was du für verschiedene Übungen eingebaut hast. Mit Gefühl, ne? Mach nur noch Untergriff, nur noch... Mit Gefühl und... Seitdem ist Rücken besser geworden. Bis hier in die Arschbacke runter, ja, ne? Der da hat. Merkt man es, ja. Sonst, aber ich habe mir alles selber... Das Rumreißen? Ich muss da rumstellen wegen der Schulter. Ja. Ich habe so ein Problem gehabt im Obergriff, dass die Sehne über den Knochen gerutscht ist auf einmal. Das hat so... immer gemacht. Dann hat sich entzündet und dann ging gar nichts. Ja. Komischerweise, wenn ich so greife, rutscht gar nichts. Es läuft immer perfekt mit. Ja. Dann griffst du auch den Lat richtig, ne? Ja, ich habe schon ein paar Übungen von dir gesehen in der Story, ne? Hab ich gesehen, Dennis hat sich jetzt langsam begriffen, ne? Ja. Langsam hat er das Gefühl, weil entweder hast du das Gefühl oder hast du es nicht, ne? Im Bodybuilding zählt das Gefühl. Das stimmt, gebe ich dir 100%. Ja, nicht das Rumreißen und alles, das kann ja jeder. Das Gefühl entwickelt sich mit der Zeit. Ich sag dir auch mal, da können dir noch so viele Leute sagen, mach so, mach so, mach so. Wenn du das für dich nicht hast, den Winkel, und du das nicht von alleine so in den Sinn hinten spürst, da kann dir... Du musst für dich selber den Winkel, das alles rausfinden, was für dich am besten ist hier. Ja, auf jeden Fall. 100%. Weil ich meine, wenn jemand guten Rücken hat, egal was er macht, der ist gut. Ja. Aber wenn jemand einen schlechten Rücken hat und der verbessert den Rücken, weil er was geändert hat, genau. Dann hat er es begriffen. So sieht's aus. Genau. Ja. Das ist wie bei den Beinen. Wenn du dicke Beine hast, dann langt ein Fahrradfahren und ein bisschen Beinstrecke. Ne? Wirklich so. Aber wenn du dünne Beine hast, dann musst du dir was einfallen lassen. Beine muss ich trotzdem Dass die mal wachsen. Das geht aber auch. Aber das geht nur durch Gefühl.
Ne? Das, was man braucht im Bodybuilding. Nicht nur, wenn man, wollen wir sagen, harten Stuhlgang hat. Hast du echt verdient. Jetzt machst du aber weiter, oder? Ja, auf jeden Fall. Figo hat jetzt durchgezogen. Geil, Mann. Ich esse gleich nur Salat und so oder einen Cookie und dann geht's weiter. Und dann wird aufgewässert. Ja. Gleiches Spiel einfach. Das hast du verdient, echt. Guck mal, wie du durchziehst. Mega. Und du fährst doch echt gut raus. Also ich hab's mir eigentlich gerade eben. Ja. War echt toll. Geil. Absolut. Riesen Kompliment. Ja. Gut gemacht. Dankeschön. Wo geht's als nächstes hin? Fibo nächste Woche. Da wird sie nämlich Profi. Ich hoffe. Ich gebe alles, ne? Auf jeden Fall. Und dann kommst du ins Team Olymp. Ja, das auf jeden so. Fall. Da ist der Papa. Guckt euch mal die Shirts an. Schaut mal. Das ist eine ganz stolze Familie. Solche Leute braucht man um sich herum. Ist so. Ja, sogar auf der Rückseite haben die alle Wettkämpfe drauf. Hammer. Bisschen NPC kommt vielleicht noch dazu, aber mal gucken. Ich hole jetzt mein Edding und mache ein großes O hin. Das wär's. Oh. Thank you.
welcome, my friend. Did you enjoy being here on the Dennis Wolf Classic? Yeah, sure. This big show and big event here in Germany. And honestly, I like Germany so much because from here, from Germany, start my professional career. Here in Frankfurt, I won my pro card. And before also I compete, I win Mr. Universe. So, you know, people know me here. So, and I see, you know, this when they support me and text me, you know, I'm really, when Dennis told me, came here, you know, and make posing, I was just happy, you know, because of, I know what here is public, people here is so sweet. So, now prep is beginning for you? Not yet. I'm still in off season. I will come back tomorrow, Sunday, to Dubai, and we'll start my prep. Yeah. Do you have any shows planned? Like any special ones? It will be Portugal or Spain, something like this. I plan it this, but we will see. Which one? Yeah. So, pleasure having you. Thank you so much. Have a safe journey back home. Thank you so much. Thanks. Thank you, appreciate it. So Leute, das war die Dennis Wolf Classic. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt nochmal ein geiles Gastposing gemacht. Ich und der Flat und der Alex. Hab mich da mal ein bisschen neben den Flat gestellt. Ich glaube, da sind ein paar richtig geile Fotos entstanden. Kommt nächstes Jahr alle wieder zu meinem Coach. Dennis, ihr seid alle herzlich eingeladen. Es war eine richtig geile Meisterschaft. Olympia Hauptsponsor. Top alles vorbereitet, organisiert. Also Respekt ans ganze Team. Und ich bin jetzt raus. Ich habe fast den ganzen Tag nichts gegessen, damit mein Bauch flach bleibt. Auch in der Offseason, aber jetzt muss ich echt brutal reinlassen. Also ich bin draußen, ciao.